Und heute geht's weiter mit dem ersten Spiel der Papa John's Trophy. So, also, das ist richtig. Ja, und wir spielen heute gegen den FC Mozoll und das wollen wir natürlich heute. Einwurf für Thomas. Ich brauche es nicht verhandeln, ich brauche es eigentlich nur. Akzeptieren wir. So, dann lassen wir den mal gehen. Ja, ist halt blitzen. Ja, gut, okay. Gehen wir rein auf jeden Fall ins Match jetzt. Ich guck mal gerade, was wir, ob wir noch was haben für die Jugendakademie. Gebrüch lesen, was haben wir denn da noch so? Gesamt von 3 bis 44 Potenzial. Ah, ist auch nicht so das, was ich jetzt unbedingt erwartet hätte. So, nächstes Gebrüch lesen. Den nehmen wir auf jeden Fall mit hoch. Genauso wie den hier. Kann man auch mit hochnehmen. Ansonsten müsste der Rest noch bleiben. Ansonsten muss der Rest noch bleiben. Ein bisschen bleiben. Aber so. Wir können ja noch ein bisschen durchrotieren. Das ist ja anführungsweise nur ein Pokalspiel. Also, was heißt nur? Es ist halt ein Pokalspiel, ja. Und dann geht es schon wieder weiter in der Liga. Okay. Ist ja wohl so. So, dann bauen wir das mal wieder ein bisschen um den Kader. Geil, ne? Einfach mal die Talente mal mitnehmen. Gut, gehen wir rein ins Match. Na dann, auf geht's. Heute erwartet uns hier eine richtig interessante Partie. Ist ja auch völlig klar bei diesen beiden Mannschaften. Wir sind live dabei, bleiben Sie dran. Liebe Fußballfans, willkommen hier zu diesem Spiel. Am Mikrofon melden sich auch heute wieder Wolfuß und Franco Spahn. Und wir übertragen heute ein Vorrundenspiel aus diesem Wettbewerb. Es könnte ein klasse Spiel werden, Buschi. Aus meiner Sicht
Aufstellung gehen die Football Friends in die Partie. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachdenken. So, einige junge Talente noch mit dabei. Mal gucken, wie die sich machen. Da kann man schon, da kann man sich schon mal ein bisschen einbauen. Aber mal gucken. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. Und jetzt kann die Gruppenphase endlich starten. Jetzt ja, Sieg wäre wichtig, um schon mal ein bisschen unter Druck zu den Gegnern unter Druck zu setzen. Und klasse durchgesetzt. Aber den muss er besser verteidigen. Jawohl. Aber sie finden die Lücke einfach nicht und dann ist der Ball weg. Schönes Zuspiel hier. Klasse gemacht. Da hätten sie in Führung gehen können, gehen müssen. Ah, genau der muss, der muss wieder. Ich habe schon die Chance, dass er ein bisschen rumgehen. Sie können den Pass unterbinden. Ja, das war zu. Ah, das war zu. Der muss besser. Der muss besser in den Lauf gehen. Gutes Anspiel. Er spielt steil. Da passt der Klasse auf. Gut gemacht, da. Das war sie, die Riesenchance, aber wir sehen's, kein Tor. Ja, das kann dem Trainer nicht schmecken. Ja, mit und jetzt haben wir Ball auch nochmal. Yes. Ein Zimmel. Szene, die zum Tor geführt hat, als der Steilpass, da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Ja, also wie gesagt, hier schon mal eine Aufgabe, hier schon mal einen ersten Schritt zu machen. Da ist er und jetzt sieht es natürlich richtig gut aus für seine Mannschaft. So, die Football Friends in vorne. Da kann er sich den Ball holen. Tempo an zwei Mann vorbei. Super gelöst da. Da kann sich was entwickeln. Achtung jetzt. Da hat er die Chance. 2-0. Deshalb, Muschi, kannst du einen Konter fast nicht spielen. Weil es die sichere Variante, um sie da vorne waren. Und dann auch noch dieser die Aufgabe zu lösen. Aber Ball mit dem Tor. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Und da hat der Keeper ja auch keine Chance. Perfekt. Ja, ich glaube, Marcel ist der stärkste Gegner von dieser Gruppe. Deswegen wäre es wichtig, die schon nochmal für zu packen. Ganz entspannt. Nur der Gruppen erste oder ob der Gruppen zweite die deutliche Führung. Ist doch egal. Das muss man gerade lösen. Hier steht es
steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Guter Vorstoß da jetzt. Da verlieren sie den Ball. Da wäre mehr drin gewesen. Schöner Pass. Abbott. Gut in den Lauf gespielt. Das muss es sein. Der Ball. Schauen wir uns doch mal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann hat der Torwart natürlich zwei Leute vor sich. Was ja, ich war geplant, den ersten davon anzuspielen. Aber so geht's auch noch. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3:0. Sie zu. Gut gemacht da. Könnte was werden. Guter Pass. Und das hat er gut gecheckt, Elbert. Er spielt den Steilpass. Beide gefährlich. Das könnte durchaus gefährlich werden jetzt. Da greift aber auch keiner mal an. Da greift aber auch niemand mal an, dass er okay den nehmen kann. Und es ist nicht zu übersehen, da sind sie viel zu passiv. Müssen irgendwie doch den Ball aus dem Ziel. Ich habe die Sicht, als mein Gegenspieler gesehen. Dachte mir, warum kannst du nicht auch noch okay, weil du das passt. Also 4-0. Nach 34 Minuten. Vorsichtig formuliert zeichnet sich da spätestens jetzt eine gewisse Dominanz ab. Die Anzeigetafel spricht. Also heute war es auf jeden Fall jetzt mal mit dem nächsten Treffer. Ball draußen. Es gibt Einwurf. Ja, schöne Liste. Er holt sich den Ball. Die Chance auf den Konter. Der geht auf jeden Fall mal durch mit Tempo. Stokes. Szene immer noch gefährlich. Stokes. Gute Chance. Guter Konter. Wenn der gesessen hätte, der Keeper den Assist bekommen, weil der kann ihn niemand mehr. Da hätten sie sich fast belohnt für eine klasse Aktion. Hat alles gestimmt beim Konter. Naja, fast nicht. Ja, nicht ganz. Schönes Tackling und den Ball erobert. Ja. Gute Aktion. Da riskiert der Kopf und Kragen mit ja, dieser Grätsche. Und dann ist Pause. 4-0, den schon. Der hat den schon. Wer hätte das gedacht, dass die erste Hälfte so läuft? Mal sehen, wie es weitergeht. Er macht heute ein richtig gutes Spiel. Starker Auftritt von ihm. Er versucht es aus allen Lagen. Also, weiter geht's mit Transfer 2 gleich. Das war direkt weiter können. Gutes Spiel bislang. Also von den Football Friends. Sie haben sich eine Führung erspielt und damit geht es nun auch weiter hier. Guck mal, da ist schon wieder gar nichts mehr mit. Ah, das ist natürlich schwach. Ganz klar war ein harmloser Ball und der Trainer ist stinksauer.
Das frühe Pressing jetzt. Guter Pass jetzt. Und ich glaube, da haben sie diese Situation unbeschadet. Oh, das war knapp. Da muss ich gerade. Glücker. Der Transfer ist fix. Er wird also bald beim neuen Club auflaufen. Ah, da könnte sich was anmalen jetzt. Die Chancenverwertung, Busch, kein Tor. Ja, ja. Aber es ist abseits, Wolf. Kein Grund zur Aufregung. Nichts passiert. Korrekte Entscheidung natürlich hier von den Unparteiischen. Es war ein bisschen, ja, schwierig, die Situation. Aber da war wieder mal genug frei vom Keeper, also das wow. Muss man. Oh Gott, wie ist der nächste, der da ohne Probleme durchläuft, wie ist der nächste Treffer 5-0. Vor. So, Spiel jetzt. Ah, schade. Können wir auch mal ein bisschen wechseln. So, da wechsle ich dreimal direkt, da will ich trinken. So, Ecke kommt. Ist immer die erste Ecke im ganzen Spiel. Die Ecke kommt rein. Wenn wir das mal anzeigen können. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Klasse Zuspiel. So, das kann übrigens kein Abseits sein, weil es der eigene. Klasse eigene gespielt. Da ist der Ball drin. Das konnte kein Abseits sein, weil es die eigene Spielhälfte war. Und damit steht 6-0. Muss sich definitiv im zweiten Gruppenspiel auf jeden Fall steigern. Spiel geht mit Einwurf weiter. Weil sich hier noch in der nächsten, weil sie überhaupt noch weiterkommt. Also wenn mit der Stand jetzt 0-6 Packung wird schwierig. Aber mal gucken, was passiert. Unaufhaltsam. Jetzt ist der Angriff doch gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Gefährlich der Steilpass. Super Pass, Ball von da an. Chance lebt noch. Ah, oh, das war knapp. Toller Schuss, strammer Schuss. Aber schade, fast noch. Fast noch der nächste Treffer. Eieiei, der geht aber knapp vorbei. Ja.
Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Jetzt haben sie den Ball wieder. Da ist er alleine durch. Ja, schade. Da hätte er mehr draus machen können. Stattdessen gibt es jetzt Torabstoß. Ja. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Zieht einfach mal ab. Klasse, Parade. So, und nur noch 1:6. Super Volley. Das war natürlich wirklich ein tolles Ding. Wir sehen uns die Wiederholung nochmal an. Aber gut rausgespielt. Der Kipper noch parieren, aber der Rebound, wie man so schön sagt, ist dann genutzt. Torreich und einseitig. So kann man das Spiel bisher zusammenfassen. 6:1 jetzt. Die Gelegenheit für die Flanke. Er kann klären. Ja. Die hat er einfach nicht genau genug gezählt. Aber versuchen. Da fehlt einfach die Konzentration. Kater hat uns mit Gelb vorbelastet jetzt. Es geht noch weiter. 4 Minuten gibt es extra. Und jetzt haben sie den Ball. Hat er noch. Ah, wie gesagt, ich denke mal, das wird dann so mehr oder weniger das Ende sein. Ward. So, das war's für heute. Schluss. 6:1, der erste Sieg. In dieser Gruppenphase. Toller Start, natürlich. Besser kann es kaum laufen. Ich glaube, man hat heute schon gesehen, wie gut sie in diesem Jahr sind. Da ist Zuversicht angesagt für die nächsten Aufgaben. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt. Und das nicht nur wegen der beiden Treffer. So, auf jeden Fall die Aufgabe gelöst. Ziemlich souverän, habt so ein bisschen weiter. Es war mehr drin, vielleicht ein bisschen von der Höhe, ein bisschen was Höheres drin gewesen. Aber so kann man auch reingehen und holt sich zumindest mal die ersten Punkte. So, dann haben wir jetzt noch das Ende. Ich gucke mal gerade, wie viel ich noch an Kohle habe. Trotzdem habe ich die Nase, viel ist es nicht. So viel ist es nicht. Ich meine, da werden wir keine großen keine Sprünge machen können. So, guck mal gerade, ob da noch was reingekommen ist gerade da. Thomas ist ausgeliehen, das ist okay. Da ist was reingekommen. Längle. Ich gucke gerade, was der Tauschspieler. Ich gucke mal den Tauschspieler von denen an.
Diesen Stürmer. Der hat noch wieder eine Meldung drin. Haben wir dann verliere ich einen Innenverteidiger, ne? 69er Stürmer. Ah, das ist das Problem, wenn ich den. Nee, tut mir leid. Also ich würde schon. Ich habe zwar einen Trainer und Spieler, aber nein. Ich brauche den Verteidiger, den ich kenne, weil der alles hinten spielen kann. Und deswegen ist es. Brauche ich den nicht. Spieler haben. Ja, ich trainiere, nehme die jetzt gerade mit, dass ich die trainieren kann. So, also mit. Ich werde weiter beobachten, brauche ich jetzt noch nicht. So, warum? Ich gucke gerade, ob ich jetzt irgendwie noch eine. Gerade, hä? Ob ich da irgendwie noch eine Möglichkeit habe, jetzt mal zu. Finde ich die gerade nicht? Gerade. Wochenterminplan. So. Ich bin jetzt gerade ein bisschen überfragt wegen. Klar, sind da so ein paar Leute dabei. Ich habe jetzt einen Mega-Kader von 28 Spielern. Ich muss jetzt gucken, dass ich ein bisschen was wegkriege. Flyliste setzen. Ja, ich muss den Kader mal definitiv ein bisschen kleiner machen, das ist klar. Flyliste setzen.
Ja, ich muss jetzt Leihliste. Ich setze jetzt mal die ganzen jungen Talente auf Leihliste. Boah, der ist schon. Was? Der ist schon 37? 35? Okay. Ich glaube, da hätte ich jetzt ein bisschen erwartet, dass er ein bisschen was jünger ist, aber okay. Dafür kann das auch noch relativ gut. Jetzt erstmal nur Leihliste sitzen. Geht es gut, okay. Dann haben wir das zumindest auch mal. Da haben wir auch Jungs eingebaut und alles. Wir sind in der nächsten Folge wieder bei Let's Play FIFA 22 und dann geht es weiter mit dem nächsten Spiel.